Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und hatte eine kreative Eingebung. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe vor kurzem diese Karte gemacht und habe hier diese Hintergrundkarte, also es ist nur so aufgeklebt, die fand ich ganz süß. Zu dem Stempelset habe ich auch mal eine Reihe gemacht, das ist wirklich ein ganz tolles. Aber hier hatte ich halt einfach diese Idee, nochmal mit der Gummiwalze den Prägefolder einzufärben und halt den Hintergrund damit zu gestalten. Und dann hatte ich halt die Farbe auf der Gummi, auf der Silikonunterlage. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, wie ich eine andere Karte gestaltet habe mit dieser Technik. Und dann hatte ich diese Farbe auf dieser Silikonunterlage und dachte, was mache ich nun mit dieser Farbe? Es ist ja einfach eine Verschwendung, die einfach nur so abzuwischen. Und ja, dabei ist eine ganz lustige Technik entstanden und ja, die möchte ich dir heute präsentieren. Ja, also das war die Karte, die mich inspiriert hat zu dieser neuen Technik. Die wollte ich dir nochmal zeigen. Ich habe da echt ein ganz süßes Video mal gemacht, wo ich nur so kleine Kärtchen gemacht habe. Aber wenn du halt so ein kleines Kärtchen hast und es doch auf eine größere Größe bringen möchtest, ist es halt eine ganz süße Idee, finde ich, einfach so einen Hintergrund nochmal in der Größe zu gestalten, wie man es haben will. Das ist jetzt 14,5 mal 10,5, das sind ja so die Standardgrößen von Klappkarten, die ich auch immer mache oder die meisten auch machen. Und ja, diese Karte wollte ich dir einfach auch nochmal zeigen, weil ich die total süß finde und auch dieses Stempelset halt einfach toll finde. Wie gesagt, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht zu diesem Stempelset, das verlinke ich dir sehr gerne. Und ja, wie gesagt, um diesen Hintergrund zu gestalten, wird halt ein Prägefolder eingefärbt. Und ich mache das immer sehr, sehr gerne mit dieser Gummiwalze. Die habe ich bei Amazon gekauft. Bei Stampin' Up! Gibt es leider gerade keine mehr. Und ich gehe dann halt immer über das Stempelkissen, das zeige ich auch gleich, und roll das dann halt immer nochmal über diese Silikonmatte, die ja eigentlich als Klebeunterlage geeignet ist, um einfach die Farbe besser auf der Rolle zu verteilen. Und das habe ich halt gemacht bei der Technik und hatte dann halt diese ganze Matte voll Farbe und dachte mir, was machst du denn damit? Und da ist mir so eine Idee gekommen, ich habe mal ein Video gesehen, wo man Distress Ink trägt auf einem Papier und dann mit Wasser einfach die Farbe wieder abnimmt. Und ich fand die Idee erstens gut und dann habe ich mich erinnert an diese Kusstechnik, wo man halt einen Stempel einfärbt, mit einem anderen Stempel drüber und was abnimmt und stempelt. Und ja, das ist jetzt quasi so eine Mischung aus diesen beiden Techniken. Und zwar, das war so das Original, was ich hatte. Also ich habe ja in diesem Farbton halt gearbeitet, ne? Und habe dann einfach mal diese Bäume genommen und habe da, ich glaube tatsächlich den Stempel auch mit Wasser eingefärbt, einfach die Farbe abgenommen und sowas ist dann entstanden. Das fand ich jetzt noch nicht so hammer toll. Deswegen habe ich es dann einfach mal mit ein paar Farben versucht. Und diesen Schmetterling finde ich halt super schön, das zeige ich dir halt heute. Und ja, ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Art, Stempel zu nutzen. Ich habe das Ganze dann auch auf Farbkarton probiert. Das ist jetzt, da habe ich nicht die Walze nochmal benutzt, sondern einfach nur so drüber gerieben, glaube ich. Oder hier. Ich muss sagen, im Vergleich, die auf Weiß finde ich besser. Also kann ich nicht anders sagen. Deswegen arbeite ich heute auch auf Weiß. Das ist so meine Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und ich zeige dir heute zwei Ideen, die ich so hatte. Die probiere ich jetzt einfach nochmal mit dir hier aus. Ich habe mir hier flüsterweißen Farbkarton zugeschnitten, ein DIN A4. Die sind jeweils 10 x 14 cm, diese Karten. Denn die möchte ich dann hinterher, also zwei aus zwei mache ich dann nochmal eine Karte. Und hier habe ich mir halt so eine Grundkarten gemacht, also zwei Grundkarten. Die sind ein DIN A4 in der Mitte, bei 14,5 durchgeschnitten und dann bei 10,5 gefalzt und geklappt. Genauso auch das hier, also das ist 21 in der hier in der Breite, 14,5 in der Höhe und dann in der Mitte wieder gefalzt und zusammengesteckt. Und daraus werde ich heute zwei Karten machen. Also ich werde mit Minzmakrone und mit Marineblau arbeiten. Ich fange mit Minzmakrone an.
Das ist noch mein altes Stempelkissen. Das habe ich jetzt neu mit Farbe nochmal aufgetragen und das ist halt auch immer ganz gut, wenn ich Farbe von, also das ist jetzt sehr saftig und dann lässt es sich bei manchen Stempeln nicht gut stempeln. Und da ist das natürlich auch eine tolle Idee, um Farbe aus dem Stempelkissen zu bekommen. Und dann gehe ich hier, oh ja, man sieht es, oder? Das ist super suppig, saftig. Und wenn ich natürlich jetzt ein paar Mal so da drüber gehe und die Farbe so großflächig abnehme, dann ist sie erstmal weg und auch die Bläschen sind jetzt weg. Und so würde ich das halt machen, bevor ich halt damit jetzt so eine Prägeform einfärben will, dann würde ich hier einfach jetzt mehrfach rübergehen, die Farbe richtig schön hier erstmal auf der Walze verteilen und habe die dann halt hier ja auch auf dieser Unterlage verteilt. Und so bin ich halt da drauf gekommen. Und dann habe ich jetzt hier wunderbar die Minzmakrone, also den Farbton Minzmakrone drauf. Das lege ich kurz zur Seite und hole mir mal ein Stempelset. Hat es natürlich schon bereitgelegt, aber nicht gewusst wo. Wunderbarer Tag, da ist ja dieser super schöne Schmetterling drin und halt auch diese schöne Blume. Ich mag ja auch die Sprüche, die da drin sind. Und dann nehme ich mir halt einfach diesen großen Schmetterling raus. Der ist halt wirklich sehr groß. Und dann nehme ich mir halt hier auch den Block E, ist das glaube ich? Ja, den Block E nehme ich mir, der passt da super gut drauf. Und drücke ich mir den einmal an. Und jetzt habe ich ja hier die Farbe auf der Silikonmatte und dann nehme ich einfach den Stempel und nehme quasi mit dem Stempel Farbe von der Silikonmappe ab. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann jetzt. Die Farbe ist halt jetzt hier abgenommen und man sieht schon, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber ich kann hier halt, ich lege mal was drunter, man es dann vielleicht besser sehen kann. Also ich kann hier halt schon den Schmetterling erkennen und man sieht halt aber auch die Musterung von dem von der, wo ich die Walze gemacht habe. Und dann lege ich mir das hier auf mein Papier. Einen Moment. Weil das doch ein bisschen Sauerei ist und ich meine Unterlage noch nicht ganz so versauen möchte oder mit Farbe voll bekommen möchte, mache ich das jetzt einfach so, dass ich mir hier nochmal was unterlege. Dann lege ich das hier vorsichtig drauf und dann sieht man schon, an ein paar Stellen wird es dunkel und ich gehe jetzt einfach hier nochmal, es ist ein bisschen Sauerei, aber ich gehe jetzt einfach nochmal mit der Walze hier drüber und dadurch überträgt sich halt die Farbe ganz glatt. Auch nicht zu viel, dann verrutscht das und schwupp hast du halt diesen, wie nennt man das? Ja, diesen Stempelabdruck, aber es ist ja nicht wirklich ein Stempelabdruck. Und ich finde es super, super schön. Und ich finde auch gerade jetzt das mit Minzmakrone wirklich toll. Ich mache es nochmal. Was jetzt halt ist, ich fasse jetzt die Silikonmatte halt hier schön außen an, weil ich natürlich jetzt von beiden Seiten Farbe da drauf habe. Und dann nehme ich mir hier nochmal mein Stempelkissen, gehe hier so nach und nach drüber, verteile das hier einfach auf dieser Matte kreuz und quer. Ich mag das auch, wenn da halt diese, wenn man jetzt die, ja, diese Unregelmäßigkeit sieht von dem Aufrollen. Das gibt dem Ganzen ja so eine gewisse Struktur. Und hier ist jetzt der Stempel, da ist noch Farbe drauf. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt unbedingt abnehmen muss oder nicht. Ich nehme hier einfach jetzt mal dieses neue Tuch, was wir haben, geht da einmal kurz drüber, dann ist das ein bisschen trocken, ist das ein bisschen sauber und dann kann ich einfach nochmal von vorne loslegen und gehe nochmal rein, setze einfach den Stempel drauf, der Stempel nimmt halt die Farbe ab an der Stelle und dann kann ich das wieder umdrehen, auf meiner Karte positionieren, wie ich es gerne hätte. Ich mag das mal ganz gerne, wenn der Schmetterling so ein bisschen schief ist. Und dann gehe ich hier einfach nochmal über die Karte. Also ich drücke da jetzt nicht doll. Ich gehe da sanft nochmal drüber, dass das halt gleichmäßig die Farbe sich überträgt. Wenn du halt mit der Hand nur so drauf gehst, dann kriegst du halt ein sehr kriseliges Ergebnis, finde ich zumindest. Ja, das ist die erste Idee. Jetzt gehe ich ganz kurz mal meine Walze und
meine Walze und meine Silikonmatte abwaschen, weil ich jetzt mit einer anderen Farbe arbeiten möchte. Und da sehen wir uns dann gleich weiter wieder. Ein Stempelset, was ich ja auch sehr gerne mag, ist dieses hier mit den Libellen. Und das ist meine zweite Idee. Dafür habe ich mir jetzt noch das Stempelkissen in Marineblau geholt. Und nehme mir hier aus dem Stempelset die Libelle raus. Die setze ich mir jetzt auch auf den Block D. Die passt da eigentlich auch am besten drauf. Und ich klebe die jetzt einfach nur noch mal fest, indem ich die richtig auf den Tisch noch mal drücke. Ja, und dann einfach das gleiche noch mal wie gerade eben. Ich habe hier also die Silikonmatte und die Rolle, die habe ich einfach jetzt unter fließendem Wasser am Wasserhahn einfach abgewaschen. Und nehme jetzt halt hier wieder Farbe auf. Mein Marineblau ist tatsächlich schön von der Konsistenz. Ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht zu viel Farbe ab, dass das dann nicht mehr toll stempelt. Aber das mag ich wirklich super gerne von dem Stempel abdrücken, weil das ist einfach perfekt vom Farbauftrag immer. Ich glaube, das sieht man jetzt auch hier ganz cool. Und ich hatte einfach so die Idee, wenn man da jetzt so dunkelblau nimmt, dass das so ein bisschen, man könnte es vielleicht auch so in einem Verlauf machen, dass das so ein bisschen Abenddämmerung zeigt. Und ich gehe jetzt einfach hier rein und stempel quasi mir die Farbe weg. Ich probiere das jetzt einfach aus, wie das ist, wenn ich gar nicht vorher abnehme. Das ist vielleicht auch ganz lustig, weil dann habe ich jetzt nämlich hier die Libelle komplett, natürlich auch, dass sie außen, ja, sehr cool. Also ich hoffe, das klappt, dass es jetzt in dem, wo Farbe ist, die Farbe abgenommen hat und außen sind die Libellen noch mit zu sehen, weil ich natürlich ja Farbe auf dem Stempel hatte. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Also das ist, ja, entwickelt sich immer mehr und das gefällt mir echt sehr gut. Ich werde das jetzt hochkant machen, weil ich das einfach ganz cool finde, wenn die Libellen tendenziell mehr nach oben fliegen. Dann setze ich mir das hier drauf und rolle hier auch mit der Walze wieder rüber. Jetzt hier bis in die Kante. Ich versuche natürlich nicht auf das Papier zu kommen, was da drunter liegt. Aber ich finde es gerade sehr cool. Super gespannt. Ja, nicht so toll, wie ich es mir erdacht habe. Aber man sieht die Libellen ein bisschen. Ich werde es gleich nochmal probieren. Und ich finde das hier ziemlich cool, dass man, dass sie hier, also ich muss mir das nochmal, ich probiere es nochmal aus, ganz einfach. Weil ich finde es ganz cool, dass man hier die Schattierung von den Libellen sieht. Das war, glaube ich, die erste, die ich drauf gesetzt habe. Das ist natürlich schon viel klar noch, aber vielleicht ist das auch ein bisschen zu filigran für diese Technik. Aber ich probiere es einfach nochmal aus, weil ich finde es im Großen und Ganzen wirklich cool gelungen. Ich nehme einfach nochmal ein bisschen Farbe auf, gehe hier einfach jetzt nochmal drüber, wo die Libellen waren und verteile die Farbe nochmal. Und ja, ist witzig. Also ich, wie gesagt, bin ziemlich begeistert von dieser Technik und ich rolle da jetzt so kreuz und quer rüber, weil ich einfach auch diese unterschiedlichen Ebenen, die dieses Übereinanderrollen halt bewirkt, dass die Farben wirklich in mehreren Schichten sind, das finde ich ziemlich cool. Und jetzt mache ich es einfach mal, dass ich die Libellen zwischendurch doch die Libelle sauber mache. Also, dass ich die Farbe, die ich halt abnehme, auch wirklich weg wieder abnehme. So, stempel ich jetzt, also hole ich jetzt mir die Farbe einmal hier. Und dann mache ich den Stempel, wie gesagt, sauber zwischendurch. Dann nehme ich halt, wie gesagt, dieses neue Reinigungstuch, was wir haben. Dass das so bunt aussieht, ist auch gewünscht, damit natürlich also die Farbe wird halt wirklich aufgenommen von dem Tuch. Das macht aber nichts. Also man kann das hinterher unter klarem Wasser abspülen. Die Farbe bleibt da irgendwie drin verhaftet.
Aber man kann es immer weiter benutzen und das ist super. Also ich bin da ziemlich begeistert und ich finde es halt auch ganz schön, dass man nur mit Wasser das arbeitet. Das finde ich ziemlich cool. Und jetzt werde ich halt einfach nicht mehr so doll darüber rollen, sondern ein bisschen sanfter. Nehme ich mir die Karte wieder hier hin. Oh ja, jetzt sieht man die Libellen zumindest schon mal kräftiger. Ich bin gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. So, gehe ich hier nochmal und roll da jetzt ein bisschen sanfter drüber. Also ganz wenig Druck. Dafür lieber ein bisschen mehr und gleichmäßig. Also öfter rüber und gleichmäßiger rüber. Und. Ja, viel cooler. Also das finde ich natürlich noch cooler, obwohl ich halt hier, wie gesagt, das auch ziemlich spannend finde, dass hier dann wenigstens die Flügel auf der Außenkante natürlich noch drauf sind. Ja, kannst du ja mal sagen, welches du cooler findest. So, jetzt mache ich nochmal einen ganz kurzen Schnitt, um einfach nochmal diese Silikonmatte, die jetzt natürlich super voll Farbe ist, abzuwaschen und auch meine Walze. Und dann zeige ich dir kurz, wie ich daraus flott zwei einfache, schlichte Karten, die halt einen super Effekt haben durch diese Technik. Das zeige, wie du die dann halt machst. Dann fange ich mal mit der marineblauen Karte an. Also das sind ja die zwei Variationen, die wir jetzt haben. Und ich habe mal so draufgelegt, ich finde das hier zwar cool, aber tatsächlich finde ich das hier, wo man die Libellen noch mehr erkennt, ein bisschen schöner dafür. Deshalb nehme ich diese Karte und wie du siehst, die passt hier wirklich wunderbar drauf. Und ich habe mir überlegt, ich nehme jetzt mal einen Streifen Transparentpapier, wo man noch durchgucken kann. Und nehme einfach da aus diesem Stempelset auch das Genieße deinen besonderen Tag. Dann wird es also quasi eine Geburtstagskarte. Nehme ich mir mal hier einen Stempelblock und setzt den Stempel da drauf. Und ich nehme mir auch noch mal die Stempelunterlage, weil ich möchte hier jetzt nicht so wahnsinnig viel draufdrücken müssen auf das Transparentpapier, um den Stempelabdruck sauber zu kriegen. Und das ist ja sowieso empfohlen bei diesen Klarsichtstempeln einfach auch die Silikon, die hier Stempelmatte, Stempel- und Perforiermatte unterzulegen. Und ich setze mir das jetzt so drauf, dass ich hier oben und unten möglichst mittig bin. Und setze das jetzt ganz vorsichtig hier drauf. Das Schöne ist halt, wie gesagt, mein Marineblau ist schon recht. Die Farbe ist nicht mehr so saftig, sondern die ist schon, das ist schon sehr trocken oder relativ trocken. Und damit gelingen mir einfach super gute Stempelabdrücke. Bei dem Transparentpapier, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Da verschmieren einem Stempelabdrücke sehr leicht. Und ja, ich lasse das jetzt einfach wirklich einen Moment gut trocknen, dass das wirklich nicht verschmiert mehr. Lege ich jetzt einfach mal einen Moment zur Seite und wir machen in der Zwischenzeit einfach mal die Minzmakrone-Karte, weil da habe ich jetzt nicht so wirklich nachgedacht, dass ich das lieber noch ein bisschen länger trocknen lassen möchte. Ja, und bei der Minzmakrone, da habe ich ja diese beiden Stempelabdrücke oder Kusstechnikabdrücke. Mag ich beides sehr gerne. Aber ich habe mir überlegt, ich mache mit diesem hier weiter und schneide mir das noch ein Stück kleiner. Und zwar habe ich überlegt, dass ich da nämlich einfach dann noch mal ein Stück Designerpapier drunter setze. Und dann schneide ich mir das hier jetzt einfach. Na, das sind jetzt 11,78 ungefähr. Und ich nehme einfach von oben jetzt noch mal einen Hauch ab. Ich möchte natürlich den Schmetterling nicht unbedingt anschneiden. Und dann nehme ich mir jetzt einfach von oben und von unten, dass sie dann 9,5 wird sie.
Also 9,5 ist die Karte jetzt, aber wie gesagt, da bist du ganz flexibel. Ich glaube, ich schneide hier aber doch auch noch mal einen Hauch weg, damit hier einfach nicht so viel ist. Also dann ist die jetzt die Karte 11,5 mal 8,5. Und dann habe ich hier noch dieses schöne Designerpapier, was ich schon lange nicht mehr benutzt habe. Das ist ja jetzt im Jahreskatalog auch drin und das finde ich halt auch super schön. Und dann schneide ich mir hier einfach ein Stück ab, was 9 cm hat. Und kürze mir das auf 12. Dann ist es insgesamt ein bisschen größer als dieses hier und dann finde ich, sieht das ganz süß aus, wenn man das so ein bisschen diagonal übereinander setzt. Dann sieht man so ein ganz bisschen dieses rum. Ich möchte, dass der Schmetterling ein bisschen schief ist. Und hier finde ich den Hintergrund jetzt ein bisschen. Ah, der ist halt so. Ach, ich lasse ihn so. Man könnte jetzt natürlich noch im Hintergrund ein bisschen stempeln, vielleicht mit Minzmakrone auf Minzmakrone Ton in Ton. Aber ich lasse es jetzt mal so. Und ich klebe mir als erstes die zwei jetzt ein bisschen zusammen. Und dann nehme ich mir einfach den Snail. Und gebe da hier so ein bisschen ein paar Streifen drauf, dass die gut zusammenkleben. Ja, nicht so viel. Ich lege es lieber nochmal auf die Karte, dass ich das halt auch sehen kann, wie das von der Ausrichtung her passt. Nicht, dass das über die Grundkarte drüber steht. So. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen von diesem Silbergarn. Und dann mache ich mir hier einfach mit dem Kleber einen kleinen Strich von dem Kleber. Und da kann ich dann schon direkt das Silbergarn dran festkleben. Und dann gehe ich hier einfach ein paar Mal. Na, das hat nicht geklebt. So, jetzt habe ich das. Und dann gehe ich hier einfach ein paar Mal rum. Ja, das hängt hier ein bisschen fest und immer wenn ich dann natürlich da dran ziehe, rutscht mir das wieder ab. Also am besten erst ein bisschen abwickeln, dann das Ende finden, das Ende da nochmal draufsetzen und es will irgendwie nicht festkleben. Jetzt habe ich es, glaube ich, und dann natürlich vorsichtig hier ein bisschen ein paar Mal drüber gehen und hinten enden. Und dann klebe ich es dann noch mal gut fest. Schneide einfach den Faden dann hier so mittig ab. So sind die Enden halt hier schön versteckt. Man hat hier so ein kleines bisschen was. Und jetzt fehlt hier natürlich noch ein Gruß. Ich würde sagen, da nehmen wir jetzt einfach mal gerade an dich gedacht, was aus dem Stempelset ist. Also oft benutze ich einfach auch wirklich das ganze Stempelset oder versuche es zumindest. Hier habe ich noch einen Reststreifen Flüsterweiß, der einfach übrig geblieben ist, als ich mir diese Grundkarten zugeschnitten habe. Und dann nehme ich nochmal Minzmakrone. Also ich bleibe da diesmal wirklich schön Ton in Ton. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Und versuche das jetzt hier auch schön mittig aufzustempeln. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil wie gesagt, das Stempelkissen ist sehr saftig. Und ich finde, das sieht man auch bei dem Stempelabdruck ein bisschen. Aber ich mag es trotzdem. Also es gibt dem Ganzen ja keinen Abbruch, sondern es ist einfach nur, wenn die Stempelkissen zu saftig sind, finde ich das immer. Das macht schon einen Unterschied. Und dann nehme ich mir jetzt die Fähnchenstanze. Du kannst das Fähnchen auch von Hand schneiden, aber
Ich nehme mir einfach die Hähnchenstanze, dann geht das immer ein bisschen einfacher. Setz mir das jetzt hier rein. Das ist ein bisschen schmaler als dieses erste, aber wenn man von unten guckt, sieht man eigentlich, wo man das mittig gut ansetzen kann. Wo ist denn der Spruch? Ach, da habe ich da gut Platz. Dann mache ich das so, dass ich das hier wirklich hinten an die Kante dran setze. Dann ist es auch rechtwinklig. Ja, super schön. Und schneid mir auf der anderen Seite das einfach möglichst gerade ab. Obwohl, das mache ich vielleicht am Ende, wenn ich das auf die Karte gesetzt habe. Dann setze ich das jetzt einfach erstmal zusammen. Ich gebe jetzt hier wieder den Kleber. Da reicht der Snail, weil das, wenn das flach auf die Karte aufgeklebt wird, dann reicht der auf jeden Fall. Das hält dann super gut. Da ist ja kein Zug auf der Karte. Also für Verpackung würde ich den nicht nehmen. Aber so für Karten zusammenzusetzen ist der perfekt. Das hält super gut. Man kann hier auch so ein bisschen noch das Papier mal ein bisschen hochknautschen, wenn man will. Wie man es halt mag. Und dann setze ich das jetzt hier so drauf, dass das schön auf der Karte sitzt. Es ist sehr dezent mit dem Silberband, aber ich mag das trotzdem. Und dann hole ich mir ein paar Dimensionals. Sollte ich mir vielleicht doch noch mal kurz, wenigstens grob abschneiden. So, dass ich weiß ungefähr, wo ich die Dimensionals hinsetze, damit ich nicht zu viele da drauf setze und hier auch über die Karte komme. So. Und ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Minzmakrone ist ja jetzt nicht so dunkel. Da könnte man auch direkt so in die Karte reinschreiben. Aber ich werde da wahrscheinlich nochmal. So, ich gehe jetzt hier, versuche jetzt hier rechtwinklig das aufzubringen. Gehe jetzt bewusst ein Stück über die Kante drüber. Und schneide das jetzt einfach hier von hinten nochmal gerade ab. So, das ist also die erste Karte mit dieser Technik. Also, ne, man hat eine Technik und dann muss man natürlich gucken, was man danach für eine Karte da draus macht. Sieht es ein bisschen schief aus, aber ich glaube, das macht nichts, weil ja eh das alles so ein bisschen schief ist. Und wie gesagt, hier innen rein kannst du jetzt auch so schreiben oder du setzt nochmal vielleicht einfach eine weiße Grundkarte da rein und stempelst einfach mit Minzmakrone hier nochmal den Schmetterling so rein. Das werde ich wahrscheinlich machen. So, jetzt können wir, denke ich, auch schon weitermachen mit diesem hier Stück hier. Das Transparentpapier ist, glaube ich, getrocknet, hoffe ich. Ich werde trotzdem ein bisschen vorsichtig damit sein. Und ich möchte das jetzt hier so draufsetzen. Und dafür gebe ich mir jetzt einfach auch hier hinten schon mal so zwei Linien, dann kann ich das noch ein bisschen höhenmäßig gucken, wie ich das haben möchte. Habe ich jetzt mir hier einfach rechts und links Kleber aufgegeben und dann setze ich mir den Spruch, so wie ich es haben möchte, auf die Karte. Ich setze es ein bisschen so zur Seite und dann knicke ich mir das hier einfach um und dann klebt es hier auf dem Streifen, den ich gemacht habe, fest. Und so hast du natürlich das, siehst du natürlich nicht die Klebung. Bei Transparentpapier, wenn ich jetzt hier Kleber drunter machen würde, der würde sich ja durchdrücken. Und wenn man das natürlich hier hinten versteckt, sieht man den Kleber nicht und das sieht, also finde ich, immer ganz toll aus. Ich schneide hier jetzt einfach noch mal ein Stück. Haben wir das und ich lege das jetzt ganz vorsichtig hier einmal ab, in der Hoffnung, dass es wirklich nicht verschmiert. Gebe Dimensionals, die ich gerade noch hier in der Hand hatte, hinten drauf. Also erhebe ich da heute mal die Karte ein bisschen.
Hier könntest du jetzt auch flächig, was ich ja auch ganz gerne mache, Moosgummi hintergeben, aber heute reichen mir auch mal die Dimensionals. Ich hoffe, dass das hier jetzt hier... Ich muss nachgucken. Nein, es ist schon gut getrocknet. Ich habe echt... Also wie gesagt, bei dem Transparentpapier, wenn du da drauf stempelst, lass das wirklich gut antrocknen. Das verwischt dir sonst. Also da habe ich schon wirklich blöde Erfahrungen mitgemacht. Oder du kannst halt eine Farbe nehmen wie das Days On. Da verschmiert es auch nicht so leicht, weil das ja auch eine Farbe ist, womit du auf glatten Flächen super stempeln kannst. Da kannst du ja auch mit auf Glas stempeln. So, dann nehme ich hier auch noch den letzten, die letzte Trägerfolie ab. Na, die wollte noch nicht so ganz mit. So. Und dann setze ich mir das hier passend auf die Karte. Und hier ist es natürlich so eine dunkelblaue Karte, da musst du natürlich einen Einleger machen. Und da werde ich auf jeden Fall eine weiße Karte reinmachen und die Libelle nochmal draufstempeln. Und auch für den Umschlag finde ich das immer ganz süß. Da kann man die Libelle und auch den Schmetterling wirklich nochmal schön draufsetzen. Tja, da hat mein Handy das Video zum Glück noch sehr gut aufgenommen, aber der Akku war leer. Und ja, ich habe aber nicht mehr viel gemacht. Ich hatte ja die Karte gerade schon aufgeklebt. Und das Einzige, was ich noch gemacht habe, ich habe hier drei Glitzersteine draufgeklebt und das ist mein Ergebnis. Also von daher haben wir jetzt diese schöne Karte und diese hier. Ich finde beide wirklich sehr schön und ich habe mir ja gerade das Video schon angesehen, um einmal zu schauen, wie weit meine Kamera denn noch mitgehalten hat. Und ich muss sagen, diese Stempelabdrücke sehen in der Kamera fast noch besser aus als im Original. Also ja, ich bin ziemlich begeistert von der Technik und bin gespannt, was du dazu sagst und ob sie dir auch gefällt. Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen, wenn sie dir genauso gut gefällt wie mir. Und verabschiede mich dafür für heute und wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss.